Und am Ende des Videos habe ich noch eine Verlosung für euch. Kann also passieren, dass die Tür gleich so und dann kippen wir um. Ich glaube, da probiere ich immer, ob sie auch schon heiß genug ist. Jetzt kann ich nicht so machen, weil ich habe so eine Art Lippenstift. Also, es ist kein Lippenstift, das ich so gemacht habe. Im Dishwasher. Oh, tatsächlich. Ja. Genau, Moment. Den Tag vom Abend loben. Den Abend vom Tag loben. Den Tag vom Abend loben heißt das doch, oder nicht? Also Lederschuhe. Und wenn ihr dann dran riecht, genau so riecht das. Die so gebogen sind, so eine gebogenen Gummidinger. Und ich finde, die riecht, oh Gott. Das sieht alles so ein bisschen komisch aus, ne? Na, das lassen wir jetzt mal lieber ganz schnell. Mein ganzer Mascara-Dings ist unter dem Fingernagel. Bevor man irgendwie rausgeht, weil sonst hat man einen ganzen Bienenschwarm hinter sich oder so. Ich möchte dies, ich möchte das, ich möchte hier, ich möchte da. Das kriegt ihr hier, kriegt ihr da, kriegt ihr. Und was ist passiert? Nichts. Hallo Shiva Crew, herzlich willkommen zu Teil 2 vom Aufgebraucht-Video. Dieses Mal, beziehungsweise heute habe ich das nochmal probiert, meine Haare zu glätten und ich muss sagen, es ist bisschen besser geworden. Ich habe diesmal nicht ganz so viel von diesem Haarglätt-Zeug da rein gemacht und naja, was da war ich hier viel rum. Auf jeden Fall finde ich, ist es einigermaßen gut geworden. Es wird langsam. Es wird langsam. So, also heute kommt ein Aufgebraucht-Video für euch. Sprachen lernen, Bubble. Also Teil 2. Und am Ende des Videos habe ich noch eine Verlosung für euch. Genau. Vielleicht auch in der Mitte, vielleicht auch, ja, mal gucken. Auf jeden Fall kommt eine Verlosung. Genau. So, ich habe jetzt hier wieder ganz viele Sachen aufgebraucht im Bereich Food, Beauty, Haushalt, dies, das, hier und da. Und ja, gebe euch dazu dann natürlich wie immer mein Review und ja, mein typisches Gesammel, ihr wisst Bescheid. Genau. Abonniert meinen Kanal, drückt die Glocke, wie ich es auch immer wieder sage. Ne? Freue ich mich natürlich, wenn ihr mich abonniert. Und ja, wie gesagt, auch gerne auf Instagram folgen. Da heiße ich so wie hier, ShivaShakti8. Und ich würde sagen, ich fange jetzt einfach direkt mal an. Ich fange damit an, was ich eigentlich soweit fast immer zeige. Das ist mein Lenor Weichspüler. Dieser lila, ne, Amethystblüten drauf. Oh mein Gott, das... Drauf? Blütentraum. Was rede ich hier? Der riecht so lecker. Oh, also wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel ihr von diesem Hütchen immer von diesem Weichspüler nehmt, ne, für die Wäsche. Aber ich nehme immer tatsächlich 2. Ich glaube, das ist zu viel, das soll man gar nicht machen, weil das nicht gut ist für die Haut. Aber ich nehme immer 2 von diesen Hütchen. Schreibt mir gerne mal, wie viel ihr immer nehmt. So, dann, wenn wir schon bei Waschmitteln sind, ich habe das, glaube ich, jetzt hier mal so ein bisschen sortiert, habe ich ja auch mein Spee wieder aufgebraucht. Da muss ich aber sagen, ich steige jetzt gerade um auf Pulver. Ich will das mal mit Pulver ausprobieren, weil bei mir ist das immer so, dass die Handtücher immer wie Brett sind, wie so Bretter. Da hilft nur Brett. Das ist immer total hart und völlig ätzend. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, probierst mal ein anderes Waschmittel aus. Seht ihr ja dann im nächsten Aufgebraucht-Video. Auf jeden Fall dieses Flüssigwaschmittel, davon wird das Wasser wohl noch härter und dadurch die Handtücher, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich noch nie so harte Handtücher. Und seitdem ich jetzt, naja, berichte ich im nächsten. Ein bisschen nicht Bescheid. So, dann habe ich einmal den Bathroom Cleaner von Action aufgebraucht. Das ist der blaue mit Bergamott. Genau, mit Bergamott und Jasmin, das habe ich geraten. Tatsächlich, der riecht richtig gut. Muss ich nochmal dran. Ja, der riecht richtig gut. Und das war die erste Flasche von mir, wie ihr seht, die nicht verknüttelt ist. Sonst habe ich doch immer, wenn ich einmal gesprüht habe, dass sie sich immer so eingezogen hat und so verknüttelt ist. Das ist bei der ersten Flasche jetzt mal nicht gewesen. Da habe ich mich richtig gefreut. Endlich ist es mal eine vernünftige Flasche. Ich glaube, die werde ich behalten. Und wenn ich dann neues kaufe... Hier ist gerade richtig Orkan. Die Lampe wackelt. Weil hier das Fenster... Ich habe nur hier das Fenster auf und die Tür geht hier auf und zu. Es kann also passieren, dass die Tür gleich so... Und dann kippen wir um. Aber wir werden es sehen. Ich hoffe mal, dass es nicht passiert. Also ich glaube, ich werde die Flasche behalten. Sorry, ich bin total abgelenkt von der Tür. Entweder mache ich sie gleich zu... Aber dann kratzen die Katzen immer ständig. Auf jeden Fall werde ich die Flasche behalten und fülle dann die neue Flasche da rein, weil dann habe ich nicht immer dieses blöde Geknüdel. Das habe ich gerade eben gegessen. Miracoli. Ich liebe Miracoli über alles. Miracoli ist fertig. Ich finde das nur schade, dass sie, weil die ja jetzt darauf schreiben, irgendwie, wo steht denn das überhaupt? Haben die nicht irgendwie, nur weil die denn
vegetarisch oder was oder vegan oder irgendwas darauf schreiben können. Die steht hier ja gar nicht. Was ist denn das für ein Scheiß? Naja, ist egal. Auf jeden Fall ist da kein Parmesan mehr mit bei. Und ich habe den Parmesan von Miracoli geliebt. Ich finde das so blöd. Jetzt immer einen anderen Parmesan dazu. Also, ich weiß nicht. Ich mag auch diese dicken Nudeln eigentlich gar nicht. Aber in Kombination mit dieser geilen Soße. Ich habe das immer so. Ich koche die Spaghetti, also die Miracoli. Mache ich die Soße im Topf. Da probiere ich immer, ob sie auch schon heiß genug ist. Und dann muss ich immer wieder probieren, ob sie auch schon heiß genug ist. Und irgendwann ist die Soße alle und dann habe ich die Nudeln und ja. Also ich liebe diese Soße von Miracoli. Und witzigerweise, wenn man diese komischen Töpfchen nachkauft, diese Glasdingerchen, die schmeckt überhaupt nicht annähernd so wie das echte Original Miracoli. Ich habe, hier steht Basilikum, Klassiker, Kräuter, nichts davon schmeckt so wie das in der Packung. Ich schwöre es euch, also absolut, das finde ich immer sowas von gemein. Naja, auf jeden Fall sind immer die Nudeln über und die Soße alle. Das ist irgendwie immer dasselbe. So. Ich mache weiter schnell noch mit Essen, weil manche sagen, ja, es interessiert sie das Essen nicht so. Hier habe ich nämlich noch zwei Sachen. Richtig geil von Funny Frisch, die Kichererbsen-Chips, mega lecker. Die sind Joghurt-Gurken-Style, schmecken aber überhaupt nicht wie Joghurt-Gurken-Style. Die schmecken wie, wie sagt man? Cheese and Onion. Oder doch Cheese and Onion? Onion? Sour Cream and Onion, Herrgott, das meinte ich. Das schmeckt also wirklich sehr lecker, aber die sind sehr, sehr salzig. Also dazu sollte man auf jeden Fall gut einen Schluck trinken. Hier genau, Sour Cream and Onion. Das sind die Lays, die mag ich auch richtig gerne. Die liebe ich. Ja, ich liebe Sour Cream and Onion. Das ist irgendwie genau mein Ding. So, achso, zwei Dinger haben wir hier noch. Naja, drei. Und dann haben wir den Food-Bereich schon so gut wie durch, weil, ja, wie gesagt, manche finden das ja irgendwie langweilig. Dann diese hier, kennt ihr diese süßen Pilze? Die hatte ich früher immer, als ich klein war. Oh, die sind so toll. Ich liebe diese Dinger. Ich weiß nicht, ich finde die Packung allein auch schon so süß. Also die kaufe ich mir immer mal ganz gerne so für zwischendurch. Dann habe ich diese Rispelis, Reiskracker, Vanille Kokos gefunden. Wo habe ich die eigentlich hier? Ich glaube von Rewe. Nee, die war noch. Die habe ich bei Aldi. Ich bin ja ganz selten bei Aldi. Aber die schmecken mega. Also wer Kokosvanille mag, also die kann ich echt empfehlen. Holt euch die. Ja, die waren auch relativ schnell alle. Die Rosinen, diese Schokorosinen sind auch der absolute Hammer, wenn man sie im Kühlschrank aufbewahrt. Bei Action hole ich sie mir immer und immer wieder. Sind mega günstig und das ist richtig gute Schokolade, wo man denkt so, hä, eigentlich müsste das doch voll die Kackschokolade sein. Aber die schmeckt echt gut. Hätte ich nicht gedacht. Genau. Einmal noch Essen für die Katzen. Jetzt habe ich mich angespuckt. Mist. Jetzt kann ich nicht so machen, weil ich habe so eine Art Lippenstift. Also es ist kein Lippenstift, es ist so ein Lipbalsam drauf. Mit so ein bisschen Färbung. Und jetzt wollte ich gerade so machen. Was ich so gemacht habe. So, egal. Auf jeden Fall von Hills Prescription Diet. Das ist dieses Food Sensitivity. Oh Gott, das ist ein Zungenbrecher. ZD Clinical Nutrition. Macht, was sind es denn überhaupt? Diese Sensitiv-Dinger. Diese Sensitiv für Hypoallergen, für Katzen, die allergische Reaktionen auf Essen haben. Mist, ich wollte die doch heute neu holen, weil die sind alle. Ist egal. Naja, auf jeden Fall, die sind sehr gut. Das bekommt Sheila immer sehr gut, weil sonst hat sie immer irgendwie so schnell Bauchschmerzen und reagiert immer irgendwie. Jetzt muss ich euch leider enttäuschen. Hier habe ich noch mehr Essen. Ich mache jetzt das Essen erstmal weiter hier, damit ihr dann auch damit durch seid oder damit wir damit durch seid. Sind. Aber ganz ehrlich, guckt euch bitte das an. Diese super Dickmann. Cheesecake Lemon. Lemon Cheesecake. Lemon Cheesecake. Geschmack. Naja, ist egal. Auf jeden Fall sind die so hammerlecker. Gut, hier oben ist ein bisschen extrem süß. Also das muss ich wirklich sagen, das finde ich ja schon fast so süß. Aber die schmecken richtig lecker. Also wirklich. Oh, ja, genau. Also, falls ihr die irgendwo bei euch im Laden habt, holt euch die. Ich liebe die. Dann haben wir hier von Köln diese Knusper-Joghurt-Himbeer-Hafer-Müsli-Flocken, wie auch immer. Richtig lecker. Also das ist wirklich so ein cremiger, ich kann das gar nicht beschreiben, auf jeden Fall ist das mega lecker. Mit so Himbeer-Crunchies drin. Ja, gefallen mir richtig gut. Dann haben wir jetzt das Essen fertig. Dann habe ich einmal hier diese Somat XXL-Dinger, die sind auf jeden Fall okay. Zwei haben sich bei mir irgendwie nicht aufgelöst. Frag mich nicht wieso. Keine Ahnung. Vielleicht liegt es ja auch an meiner Geschirrspülmaschine. Fand ich okay. Finish
funktioniert irgendwie bei mir überhaupt nicht im Dishwasher. Also überhaupt nicht. Ja, deswegen, also so Mart ging dafür, dass es jetzt, ich sag mal, teures Geschirrspülmittel ist. Teure Geschirrspültabs sind. Geht so, sage ich jetzt einfach mal so. Dieses hier, das fand ich richtig. Habe ich eben gesagt, Finish ist scheiße. Dann muss ich das mal ganz schnell revidieren, weil diese Finish-Dinger, Finish Quantum Powerball, mega gut sind. Also die sind richtig gut. Also danach wurde das richtig schön sauber. Da waren keine Rückstände, die waren auch immer aufgelöst komplett. Da waren auch nicht so die Kalk an Glas, dieses Glas, Glaskalk, ihr wisst ja, was ich meine, diese Kalkdinger da und diese kleinen Tropfen, das ist immer voll ätzend. War da nicht. Und also dieses würde ich auf jeden Fall wieder kaufen. Warum habe ich denn vorhin eben gerade gesagt, dass Finish blöd ist? Weiß ich nicht. Ich muss aber auch immer ständig an meinen Haaren rumfummeln, ne? Ich habe schon überlegt, ob ich die vielleicht mal abschneiden soll oder so. So vielleicht bis hier, aber ich weiß auch nicht. Und heute finde ich das ehrlich gesagt doch ganz gut mit dem Glatten. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. So, jetzt kommen wir zum Bereich Kosmetik, Beauty. Haushalt habe ich auch nicht mehr. Das ist also jetzt nur noch Kosmetik und Beauty. Dieses Deo-Ding, das riecht so gut, ist da noch ein Schluck drin. Oh, tatsächlich. Na, jetzt kommt natürlich nichts mehr. Oh, das riecht so angenehm. So lecker. Lecker frisch. Frisch lecker. Also wirklich, das ist ein richtig gutes Theo. Ein gutes Theo. 48 Stunden Deo-Schutz, null Alkohol. Ich glaube, es ist antitransparent. Auf jeden Fall ist es ultra starker Schutz. Der ist wirklich gut. Das Deo-Spray ist wirklich richtig gut. Und ja, das werde ich mir auf jeden Fall wiederholen. Das lege ich gleich mal hinzu, weil ich fotografiere mir dann immer ab, was ich mir wieder kaufen will. Und ja, naja, egal. Dann habe ich einmal von Isana diese Cremeseife. Das ist eine Limited Edition bei Summer Mood. Summer Nights mit Kokos und Orange. Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Ja. Riecht ganz gut. Also, das war ganz gut. Das ist eh eine Limited Edition. Das gibt es bestimmt jetzt gar nicht mehr. Wie gesagt, von Isana, also von Rossmann. Dann habe ich hier einmal von Dalton diese Ampullen aufgebraucht. Leute, ich sage euch, das ist der absolute Hammer. Es ist wirklich der absolute Hammer. Das sind von dieser Meereskosmetik, das sind so Anti-Aging-Ampullen. Das sind ganz verschiedene drin irgendwie. Das ist so ein Anti-Aging-Ampullen-Mix-Set. Und mit dem geballten Stoff aus dem Meer. Also mit dem geballten Stoff, Wirkstoff aus dem Meer. Und, oh Gott, ich weiß gar nicht. Ich guck gerade mal. Anti-Aging-Ampullen. Mal, Moment. Da war einmal hier dieses C. Dann war da einmal Hyaluronik, also Hyaluron und Urea Boost, Q10 Boost, Entschuldigung, der Q10 Boost, meine Güte. Also diese Ampullen muss ich unbedingt wieder haben, die waren wirklich, nee, warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Hier, Q10 und Extreme Lift, das waren die absolut, also die fand ich mega. Jetzt sehe ich gerade die hier, die nächste, also ihr seht, ich kann mich gar nicht entscheiden. Die Kaviar Deluxe war auch mega, aber ich glaube, diese Q10 und Extreme Lift, also das waren wirklich mega Ampullen. Also die gibt es nicht irgendwie in der Drogerie oder so, weil das ist, glaube ich, High-End-Kosmetik. Für mich ist das wirklich so, so klasse. Das sieht auch so schön aus. Ich zeige euch das mal hier, wie das... Und dann sind da drin die Ampullen. Das hatte ich dann im Kühlschrank und... Oh, also wirklich klasse. Wenn ihr euch mal was gönnen wollt, dann könnt ihr auf jeden Fall mal bei Dalton vorbeischauen. Linke ich euch unten rein in die Videobeschreibung, also in der Infobox. Ich mag das auch gar nicht wegschmeißen. Das sieht auch so schon so schön aus. Ach, das waren so tolle Ampullen, meine Güte, ja. So, genug geschwärmt. Dafür kann ich allerdings auch schwärmen. Das sind die Under Eye Pads von Action. Diese hässlichen Dinger mit Gurkendings. So, die bringen so einen krassen Effekt, wirklich. Ihr müsst die halt nur glatt auflegen, tragen. Also richtig sowieso gebügelt und das polstert auf, das erfrischt und das nimmt auch die kleinen Feuchtigkeitsfältchen. Ich schwöre, das nimmt die Feuchtigkeitsfältchen, die Trockenheitsfältchen. Feuchtigkeitsfältchen. So, genau. Also das sind wirklich gute Dinger und für das für den Preis. Oh, am liebsten würde ich heute direkt nochmal zur Action. Oh, nee, aber das kommt nächste oder übernächste Woche, fahre ich zur Action. Also es kommt bald wieder eine Action-Haul.
Und schreibt mir mal gerne. Ich habe von jemandem jetzt gehört, sie guckt tatsächlich lieber Live-Halls als den Hall selber. Wie ist es bei euch? Guckt ihr lieber Live-Halls oder guckt ihr den Hall lieber selber? Also, was man dann gekauft hat, was man geshoppt hat, dass man das zeigt. Oder dass man das den Laden selber zeigt. Also, so, als ob ihr selber da drin seid. Das würde mich auch mal interessieren. Ja, genau. Das dazu. Dann habe ich einmal, ach, schon wieder von Dalton, diese Maske, diese Hightech-Innovation auf natürlicher Basis, Hightech-Innovation on a natural basic. Face Care Hydrolift Biozellulose Express Maske. 16% geringere Faltentiefen, das sind 15 Minuten und das kann ich bestätigen, das ist die absolut, aber das habe ich glaube ich auch schon 1000 Mal gesagt, ne? Also im Aufgebraucht-Video, das ist die absolut beste Maske. Die benutze ich auch immer nur ganz, also nicht so oft, weil es ist immer nur für ganz besonders, wenn ich mal irgendwie ein Foto mache oder wenn ich irgendwie, ja, weiß nicht, wenn irgendwas Besonderes ansteht oder so, weil sonst halte ich mir die immer ganz gerne zurück, weil das wirklich eine ganz, 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 ganz tolle Maske ist. Wie gesagt, Dalton Shop unten verlinkt und könnt ihr ja mal gucken. Dann habe ich hier dieses Isana Duschgel reichhaltig. Mit Arganöl, nee, also fand ich nicht. Ich fand, das war total dünnflüssig. Ich glaube, das hat ganz gut gerochen. Nee, auch nicht mal. Also es geht, also, nee, ich weiß auch nicht. Nee, auf jeden Fall war das so ein ganz dünnflüssiges Duschöl, was meiner Meinung nach überhaupt gar keine Pflege gebracht hat. Also jedenfalls nicht für mich. Also es hat mir überhaupt nicht gefallen. Das würde ich mir nicht nochmal kaufen. Steht auch neu. Das habe ich auch, so lange habe ich das noch gar nicht. Ich habe es halt aufgebraucht. Ich dachte, komm, weg mit dem Mist. Und ja, genau. Na, mein Schatz, guckst du auch, was ich hier alles aufgebracht habe? Ach so, weil ich das Futter gehalten habe. Mein Schatzi, ich bin so froh, dass es Milo wieder besser geht. Und wie gesagt, ich hoffe immer noch, dass die Diagnose nicht stimmt, was die Ärzte da so gesagt haben. Aber dank des Öls, was er diese Tropfen, geht es ihm wirklich... Also ich will nichts den Tag vom Abend loben, den Abend vom Tag loben. Den Tag vom Abend loben, heißt das doch, oder nicht? Oh, Milo, was ist da? Pass auf. Der Wind. Auf jeden Fall, ihm geht es auf jeden Fall besser und ich freue mich darüber mega. So, dann habe ich jetzt sind hier die ganzen Masken wieder ausgelaufen. Jetzt kommen erstmal ganz viele Action-Masken. Was heißt viele? Also so viele nun auch wieder nicht. Das sind wirklich absolut Hammermasken. Wenn ihr bei Action seid, kauft euch die von The Mask Doctor. Einmal diese mit Kollagen, einmal die mit Niacinamiden und dann gibt es noch eine mit Retinol. Die habe ich jetzt hier nicht bei. Diese immer kaufen bei Action. Ehrlich, die sind wirklich gut. Die kann ich nur empfehlen. Die bringen wirklich einen Effekt auch, obwohl das so günstige Masken sind. Also das sind wirklich tiefpreisigere Masken gibt es ja schon gar nicht. Ja doch, diese hier. Das ist auch eine von Action. Also das ist wirklich nur für den Sommer, wenn man mal eine Erfrischung braucht oder so. Ist die ganz gut, ist die ganz okay, aber die zeigt jetzt nicht irgendwie einen Effekt oder so, dass jetzt irgendwie Fältchen geglättet werden oder sonst irgendwas. Ist halt, steht ja auch drauf, Refreshing. Das ist einfach nur so zum Erfrischen. Also, ne, da ist sie süß und gut, aber es ist jetzt keine Effektmaske, dass man da jetzt irgendwie mit Verhalten oder Auffüllung oder Pflege oder sonst irgendwas. Einfach nur eine erfrischende Maske. Und dann haben wir hier auch noch eine Action-Maske. Diese Sheet Mask mit Kaviar. Gives your skin a boost? Ich weiß jetzt gar nicht. Weiß ich nicht, Digga. Also da weiß ich, kann ich mich irgendwie überhaupt gar nicht mehr dran erinnern an diese Maske. Fand ich jetzt, glaube ich, wie riecht denn die überhaupt? Ja, riecht so. Das riecht so. Kennt ihr das, wenn ihr bei einem Schuhladen seid? Ich weiß nicht, ob das so Lederschuhe oder so. Und dann macht ihr den Karton auf, also Lederschuhe. Und dann, wenn ihr dann dran riecht. Genau so riecht das. Ja, genau so riecht das. Oh mein Gott, bist du lost. Weiß ich nicht. Naja, aber ich kann mich da auch ehrlich gesagt gar nicht mehr dran erinnern, wie die Maske war. Genauso wie mit der. Aber Garnier-Masken sind ja immer gut. Das ist diese Vitamin-C-Tuchmaske. Ich weiß nicht mehr, wie die war. Intensiv Feuchtigkeit spenden und mit Glow. Mit Hyaluronsäure. Aber wie gesagt, die Garnier-Masken sind immer gut. Ich glaube, die war... gut, aber nicht so gut, dass ich mich jetzt dran erinnern kann, wie zum Beispiel ja, die von Dalton halt oder da habe ich doch noch eine. Ach ja, die habe ich hier. Die ist der absolute Hammer auch. Also da, wo ich denke, hä, so günstig und das riecht nicht mal gut. Also ich mag diesen Vanilleduft überhaupt gar nicht, aber die ist so klasse, wenn man die denn zurechtgefummelt hat, weil diese wirklich so dünn ist. Dazu gibt es ja auch diese Hydro-Augen-Pads.
mit Vanilleextrakt und Hyaluron. Also die, da bin ich absolut Fan von. Also wenn ihr bei DM seid, dann nehmt euch die mit. Die probiert mal aus. Also die sind wirklich mega. Für den Preis muss ich immer wieder sagen. Entschuldigung. Ich habe das momentan wieder so blöde mit dem Asthma. Ehrlich, also das ist furchtbar. Diese ganze Zeit hat man immer diesen festsitzenden Schleim in der Lunge. Man muss dann immer so räuspern und kriegt das nicht abgehustet. Und dazu muss man immer dieses, naja, ist auch egal. So, naja, auf jeden Fall das von Birotin, das ist auch richtig gut von Vitamin C. Hä? Von Birotin, dieser Vitamin C Booster. Das ist auch so eine Ampulle und die finde ich gut. Also muss ich wirklich sagen, das ist echt eine gute Ampulle. Das macht richtig schön so ein Glow und glättet. Also ich finde die super. Die kaufe ich mir. Aber da gibt es noch eine rosane, glaube ich. Aber die rosane finde ich gar nicht so gut. So, dann haben wir hier noch zwei so eine, ich sag mal einfach normalen Masken, also nicht solche zum ins Gesicht, dass die hält, sondern zum Auftragen. Das ist einmal die Hyaluronmaske von Balea, die finde ich auch gut. Moment, jetzt aufpolsternd und glättend. Das ist hier so verspiegelt mit sechsfach Hyaluron und Mineralkomplex intensiv Feuchtigkeit spenden. Finde ich gut. Also die kaufe ich auch immer wieder, wenn ich da bin. Das ist irgendwie so ein, das nehme ich immer mit. Und die reinigende Maske mit Tonerde von Balea finde ich auch super. Also die mattiert die Haut so ein bisschen und ist porenverfeinert. Vielleicht sollte ich gleich mal einen Schluck trinken und dann weiterreden. Ist ja auch nervig für euch, wenn ich mich ständig räusper und meine Stimme jetzt so klingt. Mattiert die Haut mit weißer Tonerde und Zink. Zink ist ja auch immer richtig super für die Haut, aber wisst ihr ja wahrscheinlich selber. Finde ich super. Da gibt es, glaube ich, noch von Birotin auch was mit rosa Tonerde. Das finde ich auch gut, weil das mattiert richtig schön, macht so ein richtig schönes, ja, mattiertes Hautbild. Dann habe ich einmal eine Mascara hier, die nehme ich auch immer zu gerne von Essence. Big Lashes, also Get Big Lashes Volume Boost. Das ist so ein Bürstchen. Ich liebe diese Bürstchen. Ich weiß nicht, neuerdings gibt es ja immer diese Gummidinger, die so gebogen sind, so eine gebogenen Gummidinger. Und ich finde, die riechen, Gott, also, oh Gott, alles gut. Naja, aber einmal muss ich doch dran riechen, das sieht alles schon ein bisschen komisch aus, ne? Na, das lassen wir jetzt mal lieber ganz schnell. Also, so war das jetzt nicht mehr, das sah halt lustig aus. So, genau, Get Big Lashes, jetzt bin ich hier vollgesifft. Och, das habe ich jedes Mal, wenn ich Mascara auftrage. Ich trage Mascara auf, dies, das, hier und da. Auf einmal gucke ich, mein ganzer Mascara-Dings ist unter dem Fingernagel auf meinem weißen Oberteil. Das kann ich direkt dann wieder ausziehen. Ich hatte nämlich vorher ein weißes Oberteil an. Das muss ich direkt wieder ausziehen. Dann kriege ich das nicht raus. Dann habe ich das unter dem Fingernagel, muss das da wieder raus. Oh, kennt ihr das? Habt ihr das auch immer? Oder liegt das an mir? Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall, die Mascara ist echt gut. Naja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Genauso wie dieses Beauty-Kollagen-Retinol-Serum von Balea, also von DM. Das ist echt gut. Das ist mir allerdings, ich weiß nicht, wie das passieren konnte, schlecht geworden. Das riecht richtig eklig. Also irgendwie stimmt da was nicht mit. Obwohl das ja hier in so einer, da kommt ja gar kein UV-Licht ran. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Und über Jahre habe ich das Ding jetzt noch auch nicht. Das hatte ich halt nicht mehr benutzt, weil ich andere Sachen habe. Und ich zeige euch jetzt, was ich nämlich jetzt immer benutze. Und deswegen habe ich das nicht mehr so oft benutzt. Aber vom Ding her war es echt gut. So, jetzt zeige ich euch, was ich benutze. Zum Beispiel zum Abschminken. Oh, ich liebe, hört sich jetzt wieder wahrscheinlich so doof an, aber Yepoda, weil sie erzählt ja immer so viele über Yepoda. Aber es ist tatsächlich so. Wer das noch nicht mal selber ausprobiert hat, kann ja gar nicht mitreden. Der weiß ja gar nicht, was. Am Anfang dachte ich, ach, hier redet darüber, haha, hier und da. Nee, das ist wirklich der Hammer. Hier zum Beispiel Sekalmbalm. Ich kann nicht mehr ohne Sekalmbalm. Das riecht so genial. Und das ist sozusagen mit Olivenöl und Kokosnuss. Und das ist so ein Cleansing-Balsam. Und ich finde auch das auch voll hübsch. Das ist ja jetzt alle. Das werde ich mir, glaube ich, auswaschen, den Aufkleber abmachen und dann da was anderes reinmachen. Oh, das riecht so angenehm. Das ist, also wer sich damit abschminkt, vor allen Dingen dieses Öl, das ist ja so, ist da nicht noch irgendwie ein bisschen was drin? Doch, ein ganz klein bisschen Öl ist da noch drin. Ich glaube, da kann ich mich heute auch sogar noch einmal mit abschminken. Nehmt ihr das Öl und verteilt das gut.
Dann nimmt ihr ein bisschen Wasser, schäumt das so ein bisschen auf und es kommt wirklich alles runter. Das ist nämlich der Schritt 1 bei dieser koreanischen Kosmetik. Und bei Schritt 2 kommt dann dieses der Reinigungsschaum. Der ist auch richtig super. Der heißt da, glaube ich, The Bubble Double und dieser Geruch. Aber der Geruch ist auch der absolute Hammer. Also ich benutze das immer abends, wenn ich halt Make-up drauf, auch manchmal, wenn ich keins drauf hatte. Weil man soll sich erst mit Öl und dann mit Schaum abschminken. Ist so. Und wie gesagt, das ist mit Oliven- und Kokosnussöl. Und ich könnte da stundenlang dran riechen. Manchmal, wenn ich nachts auf der Toilette sitze und dann habe ich den so kalm beim neben mir, dann mache ich manchmal einfach nur mal dran riechen, weil es so gut riecht. Ja, ich weiß, ein bisschen bescheuert. Genauso aber mit The Seatox. Das ist ja so eine Maske, so eine Detox-Maske mit Vitamin C. Und das ist so, die habe ich mir gestern Abend noch drauf gemacht. Die ist also aber leider schon komplett leer, da kann man nicht mehr sehen. Das ist so eine gelbliche Orangefarbe. Oh, das riecht so lecker und erfrischend. Das ist, wenn ihr euch das drauf macht mit so einem Pinsel, lasst ihr das im Moment einziehen und mattiert und es zieht auf jeden Fall so diesen Fettglanz aus den aus der Haut, aus den Poren. Die Poren werden verfeinert und man hat danach so einen schönen Glow. Also wirklich ein richtig, ja, und das ist Detox halt für die Haut, ne? Deswegen, also das mache ich zu gerne abends drauf, nach der Reinigung. Also eigentlich glaube ich, soll man das nur einmal die Woche oder so machen, aber ich mache das hier fast jeden Tag. Ich liebe das, das ist wirklich so, so genial. Und wie gesagt, dieser Geruch, ich kann den gar nicht mal so nach, ich weiß nicht, Vitamin C, aber Vitamin C, nee, das kann, so fruchtig, frisch, aber so nicht fruchtig, sondern, es ist ganz schwer zu beschreiben, einfach nur lecker. Lecker nach ganz angenehmer Geruch, so, das ist, man sagt ja auch, die Sinne haben so bestimmte, es gibt doch so eine Geruchstherapie irgendwie für Depressionen oder für irgendwie was, dass man bestimmte Gerüche, wie zum Beispiel, was weiß ich, Lavendel oder, oh, Thema Lavendel, nächstes Produkt. Jetzt zeige ich euch hier die ganze Reihe, was ich abends veranstalte. Ich mag eigentlich nicht so gerne Lavendel, ne? Aber ich mache das immer abends rauf. Das ist so eine, so Midnight Magic heißt das, ist ja auch von dir, Bruder. Eine Caesar Lavendel Abendcreme, aber das ist eigentlich keine Creme, das ist eher eine Maske. Oh mein Gott, ich zeige euch das mal. Ich nehme die jeden Abend, die ist auch so fliederfarben. Sieht man das? Die Haut. Oh mein Gott, das fühlt... Ja, ich wollte gerade eincremen, ich habe ja Make-up drauf. Ich mache es jetzt auf der Hand. So, und ich nehme dann das. Und euer Gesicht, wenn ihr euch eincremt, das ist so eine richtig... Wie so eine Entspannung und dieser Geruch und dieses... Oh, da seid ihr gleich entspannt für die Nacht. Und dann... Da gibt es ja noch was. Was ich dann immer noch mache. Ich drehe dann richtig durch und mache mir hier diese Repair Hero rauf. Das ist mit Probiotik und Niacinamiden, so ein Serum. Und das, da mache ich mir einfach... Also es ist jetzt noch nicht ganz aufgebraucht. Ich wollte es aber unbedingt zeigen. Also ist fast aufgebraucht, weil ich das immer abends so mache. Dann mische ich mir in diese Nachtcreme 1, 2. Wie ihr seht, die ist sehr reichhaltig, die Tropfen. Die kommen da sehr gelartig raus. Das finde ich immer gut. Und dann, ja, verteile ich das so mit der Creme. Mit diesen, mit den Niacinamiden. Und also das wird, das ist, also ich, dieses ist so weich. Das, so weich, das glaubt ihr gar nicht, das ist wie Seide. So schön. Ja, und dieses Gefühl habt ihr dann bis zum nächsten Morgen, weil die so reichhaltig ist, die Creme. Also wirklich mega genial. Also wie gesagt, es fühlt sich an wie Seide, die Haut. Also ganz ehrlich, ich muss das jetzt mal ganz schnell auf der anderen Seite machen. Oh, wie gesagt, der Geruch mit diesem leichten Lavendel. Und ich finde die Farbe auch so schön. Ja, und dann, wie gesagt, mache ich mir da immer diese Repair Hero Tropfen rein. Mit Probiotik und Niacinamiden. Ich creme das jetzt mal schnell ein hier. Oh, so schön, wirklich. So, wenn ihr bei Yepoda auf jeden Fall mal vorbeischauen wollt, macht das gerne. Ich habe da auch immer noch diesen Code. Der Code heißt Nina. Alles groß geschrieben, kriegt ihr 30%. Also solltet ihr echt mal ausprobieren. Und wenn es nur ein Produkt ist, erstmal zum Testen. Und dann, ich verspreche es euch, ihr werdet begeistert sein. Also es gibt nicht ein Produkt, muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt nicht ein Produkt, was ich da blöd finde. Und ich habe jetzt wirklich so viele schon ausprobiert. Der absolute Hammer. Wie gesagt, ich verlinke euch jetzt unten nochmal den Yepoda Shop und also den Link. Und wie gesagt, Code Nina, alles groß geschrieben, 30%. Und dann könnt ihr da mal ein bisschen was ausprobieren und ein bisschen sparen. So, dann habe ich von Garnier die Duo-Effektpflege mit Milchserum ohne Ausspülen. Das mag ich immer ganz gerne mal zwischendurch sowas in die Haare zu sprühen. Und das
Das riecht einfach nach Banane. Ich weiß nicht wieso, das ist einfach Olive, Avocado und Shea Butter. Ich weiß aber nicht, warum das nach Banane riecht. Also für mich riecht das absolut nach Banane. Ich gucke hier gerade nochmal. Mit der Kraft Oliven, Avocado und Shea Öl repariert dein Haar, ohne zu beschweren. Es riecht aber nach Banane. Banane? Es riecht nach Banane und ich liebe dieses. Genau. Hört man das? Irgendwie so ein bisschen gruselig. Die Tür geht immer duff, duff auf uns zu. Aber der Kater geht hier immer rein und raus. Deswegen will ich es jetzt auch nicht zumachen. So, dann habe ich hier meine Balea Urea Nachtcreme. Die benutze ich teilweise morgens. Oder, weil ich ja jetzt meistens die von Yepoda benutze, die habe ich aber vorher mal benutzt. Die ist auch richtig gut. Da ist 5% Urea drin. Ihr wisst ja, ich bin totaler Urea-Fan. Ich benutze die jetzt tatsächlich immer als Handcreme oder für die Füße. Aber auch fürs Dekolleté oder sowas. Ja, oder morgens manchmal sogar. Aber morgens, ich brauche das teilweise gar nicht, weil ich diese gute Nachtmaske, also von Yepoda, diese Nacht, wie heißt denn das jetzt nochmal? Diese Midnight Magic habe. Und das ist wirklich so eine Nachtmaske, die hält bis zum nächsten Morgen. Und dann brauche ich mir teilweise dann gar keine Creme, also nicht so eine extrem heftige Creme. Wie gesagt, die nehme ich, also die ist echt gut. Kann ich auf jeden Fall empfehlen für trockene Haut. Und auch beruhigend und auch bei Neurodermitis hilft die gut, das weiß ich auch, weil mein Sohn die auch benutzt. Und genau. So, dann habe ich einmal dieses von, was ist denn das jetzt hier, warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, das war glaube ich von, warum haben die das immer alles so klein geschrieben? Ich bin der Meinung, das ist von Essence. Das ist ja auch eine tolle Firma, ne? Dass sie das so vergnießt haben. Auf jeden Fall. Ach, da steht, das haben die ja schlau gemacht. Auf das hellrosa Weiß. Top. Ist auf jeden Fall von Essence. Wenn man ganz genau hinguckt, kann man das sehen. Essence. Das ist 3-in-1 und Face Mist, Hydrate, Fix und Refresh mit Wassermelone. Ich habe jetzt Make-up drauf, aber es ist ja ein Fixing Spray. Atmen ist doof, aber oh, das riecht so gut. Und jetzt rieche ich hier nach Melone, da nach Banane, hier nach Lavendel. Oh mein Gott, aber oh ja, das ist schon jetzt auch gut, dass es jetzt ins Aufgebrauch kommt und weggeschmissen wird. Ich hoffe, das gibt es noch. Das werde ich mir auf jeden Fall wieder kaufen. Ich liebe diesen Melonenduft einfach im Gesicht. Das ist richtig schön. Melonenduft im Gesicht, wie gesagt, Banane in den Haaren. Also im Sommer sollte das man vielleicht nicht machen, bevor man irgendwie rausgeht, weil sonst hat man einen ganzen Bienenschwarm hinter sich oder so. Die lieben ja so eine süßen Düfte. Dann habe ich hier diese Odol Me 3 Extreme Clean. Jetzt habe ich es richtig rum. Die ist sehr gut, die benutze ich momentan, weil die ein richtig gutes, frisches Gefühl gibt, die richtig schön die Zähne weiß macht. Besser fast noch als diese Signal, oder ich finde die, glaube ich, sogar besser als die Signal White Now. Das habe ich, glaube ich, auch letztes Mal schon gesagt. Deswegen ist die auch schon wieder komplett leer, da kommt gar nichts mehr raus. Die werde ich mir auf jeden Fall wiederholen. Dann ist mein Haarshampoo leer gegangen. Das ist mein absolutes Lieblingshaarshampoo. Ich habe mehrere Lieblingshaarshampoos, aber das ist eins davon. Das ist wirklich mega geil. Das ist Ultimate Repair. Das ist flüssiges Keratin mit Perlenextrakt von Glisco, also von Schwarzkopf. Und dazu nehme ich immer diese SOS Intensivkur. Diese kleine, die gibt es wahrscheinlich auch in groß. Ich habe die aber irgendwie noch nie groß gesehen. Ich finde die, ich sehe immer nur gleich die kleinen, nehme die mit. Aber eigentlich ist das 1 Euro für so eine kleine. Genau, das ist meine Lieblingskombi momentan. Benutze ich richtig gerne. Und das war's jetzt. Das heißt, ich zeige euch jetzt mal die Verlosung. Seht ihr das da hinten? Seht ihr, da hinten ist so ein ganz kleines Bäumchen. Falls ihr das nicht seht, sonst hole ich das mal eben. Das ist das Bäumchen. Das sieht aus wie meine, von meinen Ohrringen, diese Perlen. Und die Perlen leuchten auf jeden Fall. Da kann man hier drauf drücken, dann geht es aus. Dann gibt es hier mehrere Modi. Mehrere Modi, das heißt doch so, oder? Und dann blinkt das einmal, dann macht das einmal so, dann geht das langsam an, langsam aus, dies, das. Das ist hier mit so einem Stecker, kommt das, da könnt ihr das an die Steckdose. Oder hier sind so AA-Batterien oder AA-Batterien. Ja, die mittleren auf jeden Fall. Und das ist mit Timer auch. Habe ich jetzt überhaupt gesagt, worum es geht? Ich verlose so ein Bäumchen. Oh, jetzt. Yes. Ich bin aber auch immer, ne? Also, falls ihr das hübsch findet, ich finde das immer ganz schön so als Deko, dieses Bäumchen. Dann, wie gesagt, nachts sieht das richtig schön. Jetzt blinkt das gerade. Das Blinken mag ich nicht. Ich mache das immer so, dass das
bringt das ganz schnell. So geht das langsam aus und an. Dass es auch ständig an ist, das habe ich immer so. Genau. Also, dieses Bäumchen, wenn ihr das haben wollt, das verlose ich. Nicht wundern, auf der Verpackung ist hier sowas Buntes. Ist aber nicht bunt, weil das Ganze ist Gold. Also, das Bäumchen und das ist so ein warmes Licht auf jeden Fall. Es gibt ja einmal hell. Wie heißt das denn nochmal? Grell? Es gibt warmweiß und es gibt kaltweiß. Ja, kaltweiß. Das ist auf jeden Fall warmweiß und ja, hier ist das wie gesagt mit so einem Timer. Wenn ihr das schön findet und haben möchtet, dann verlose ich das auf jeden Fall sehr gerne an euch als Dankeschön. Ich hatte ja schon so lange gesagt, bei 1000 Abonnenten möchte ich euch auch gerne was zurückgeben. Ich möchte mal wieder einen Livestream machen. Ich möchte dies, ich möchte das, ich möchte hier, ich möchte da. Das kriegt ihr hier, kriegt ihr da, kriegt ihr. Und was ist passiert? Nichts. Also, jetzt geht's auf jeden Fall los und ich werde auch auf jeden Fall einen Livestream machen. Ich werde aber auch öfters mal Reactions machen, auch wenn ihr jetzt Bibi und Julian, also Bibis Beauty Palace, zum größten Teil nicht kanntet, was mich so ein bisschen gewundert hat. Aber egal, werde ich trotzdem auch mal Reaction-Videos machen und ja, ich hoffe, ihr feiert die dann auch. Wenn nicht, dann guckt ihr halt nur bei den Beauty-Videos rein. Jetzt habe ich nicht gesagt, wenn ihr dieses Bäumchen haben möchtet, dann schreibt bitte mal unter dem Video Hashtag Shiva Crew und ja, somit nehmt ihr an der Verlosung teil. Und entweder lose ich das im nächsten Video aus. Nee, nicht im nächsten. Was haben wir denn heute? Was haben wir noch? Sonntag? Das wird bis Sonntag gehen. Also die Verlosung geht von Sonntag bis Sonntag. Da könnt ihr daran teilnehmen. Und schreibe ich nochmal alles unten in die Infobox. Und ihr macht einfach Hashtag Shiva Crew und dann nehmt ihr daran teil. Ihr müsst natürlich in Deutschland wohnen, ganz logisch. Und ja, ab 18 ist das Ganze. Also auch wenn das nur so ein Bäumchen ist, aber so ist das nun mal bei solchen Gewinnspielen, Verlosungen, wie auch immer. Weil ich sabbel und sabbel. Also Hashtag Shiva Crew und ja, in Deutschland müsst ihr wohnen und dann nehmt ihr daran teil. Ja, ich würde sagen, das war's mit dem Video. War wirklich schon wieder richtig viel. Ihr habt ja gesagt, ihr habt damit keine Probleme, wenn das Video eine Stunde geht. Von daher habe ich mir jetzt nicht so einen Zeitdruck gemacht und habe das ganz entspannt mit euch gemacht. So, folgt mir auf Instagram, ShivaShakti8 und ja, ich hoffe, wir sehen uns am, Moment, ich muss mal gucken, wann lade ich das Video, welchen Tag haben wir heute? Sonntag. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Am Donnerstag wird ein höchstwahrscheinlich irgendwas mit DM kommen. Irgendwas mit DM wird auf jeden Fall nächste Woche kommen. So, dann wünsche ich euch morgen einen schönen Wochenstart und jetzt bin ich ruhig und sage bis bald. Tschüss.